Wofür ist Okia eine Abkürzung? Ja, offene Kinder- und Jugendarbeit. Um die geht es ja hauptsächlich. Das sind die Spielhäuser, die Häuser der Jugend. Was im Stadtteil gebraucht wird. Gibt es viele Mütter in Elternzeit, werden vermehrt Eltern-Kind-Angebote gemacht. Gibt es viele Eltern mit Migrationshintergrund, werden Deutschkurse mit Kinderbetreuung angeboten. Kommen auch Kinder hungrig ins Spielhaus, gibt es was zu essen und Kochangebote. Bleiben die Schulkinder am Nachmittag weg, kann das Spielhaus in der Zeit von jüngeren Kindern und als Elternkäfig genutzt werden. Vieles ist möglich, aber offenbar nicht mehr gewollt. Kinderfreundlichkeit sieht anders aus. Spielhäuser dagegen stoßen bei ihren Besuchern schon deshalb auf eine hohe Akzeptanz, weil sie oft schon so lange im Stadtteil bestehen, dass mehrere Generationen mit dieser Einrichtung vertraut sind. Was für ein Irrsinn, so etwas so einfach einzustampfen. Und was für ein Unding, den übrigen Einrichtungen und Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung zu sagen, ach, alles halb so wild, vielleicht seid ihr jetzt noch gar nicht dran mit den Einsparmaßnahmen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Außerdem kommt es ja erst mal das Geld für die Spielhäuser. Und später sehen wir dann weiter. Nur wer weiß, wer dann als nächstes dran ist. Also bitte kein Teil und Herrsche. Gewachsene Strukturen und Vielfalt erhalten. Kein Kahlschlag bei den Spielhäusern. Keine Kürzung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Danke. Warum geht ihr jetzt rein ins Rathaus? Also der ganzen Kinder- und offenen Bereich in Hamburg versucht, die Einsparungen zu verhindern, die der Senat vorhat für das Haushaltsjahr 2013, 2014. Die Entscheidungen werden nach dem Sommer getroffen und wir leisten ganz viel Widerstand gegen die geplanten Kürzungen der Stadt. Wie viel soll da gekürzt werden? 3,2 Millionen Euro im gesamten Bereich, im Kinderbereich. Und das sind 10%. Eigentlich pro Einrichtung und pro Bezirk 10% unserer Etat. Und das ist sehr, sehr viel für einen Bereich, der gar nicht so viel Geld hat. Das würde uns wirklich sehr, sehr das Genick brechen. Und da, wie Sie sehen, sind wir alle da mit den Kindern, mit den Mädchen, mit allem zusammen und versuchen das irgendwie, dass sie uns hören.